stehen die Chancen für eine vollständige Heilung also gut. Ja, auch meine Rechte dürfte nach menschlichen und medizinischen Ermessen bald wieder in Köln und Umgebung gefürchtet sein. Das Ganze muss nur schnell über die Bühne gehen. Ja, du sagst, dass Elena schon seit Monaten gar nicht mehr am Theater von Luzern gearbeitet hat? Ja, genau darüber reden wir doch. Oder haben Sie das jetzt doch nicht gewusst? Nein, das habe ich nicht gewusst. Und wenn er nun doch mit seiner Freundin reinschneit? Das habe ich dir doch gesagt. Die Seite ist abgecheckt. Bei dem läuft momentan vollkommenes Soloprogramm. Infarkt. Wenn dem so ist, dann hat die Behandlung ihrer Pumpe Vorrang. Nein. Leider ja. Also dann können Sie morgen auf gar keinen Fall operiert werden. Aber meine Hand muss doch so schnell wie möglich. Es wird viel passieren. Hast du dir schon mal einen Verehrer Blumen in die Garderobe bringen lassen? Was du dir vorstellst, du bist ja eine richtige Romantikerin. Klar, um Schauspielerinnen reißen sich doch die Männer, oder? Schauspielerei ist ein knallharter Job an. Ach, jetzt tust du abgebrüht. Erzähl mal lieber mehr über deine Verehrer. Warten die nach der Vorstellung auch auf dich am Bühneneingang? Mein Gott, Anna, du tust, als wären Männergeschichten das Interessanteste an meinem Beruf. Jemand Lust auf Billard spielen? Jetzt nicht, Lennart. Ich habe seit Ewigkeiten nicht gespielt. Ich hab's richtig vermisst. Aber Billard spielen kann man doch später immer noch. Willst du anfangen? Ja. Hey, gar nicht schlecht. Hey, du bist dran. Oh, klar, natürlich. Ich habe gehört, du bist Schauspielerin. Ach ja? Ah, eine ziemlich berühmte sogar. Sollst du in der Schweiz die Müllerin gespielt haben? Müllerin. Luise Müllerin heißt die Rolle aus dem Stück Kabale und Liebe. Oh, klar, natürlich. Aber der Text soll ziemlich schwer sein, habe ich gehört. Was du nicht alles hörst. Du hast doch sicherlich auch noch andere Rollen gespielt, oder? Ja, sicher. Macht das eigentlich Spaß? Was? Na das, Schauspielerei meine ich. Also mir würde es sehr viel mehr Spaß machen, wenn du langsam mal anfangen würdest, Billard zu spielen, anstatt hier blöde rumzuquatschen. Du bist dran. Sorry. Natürlich. Ach, Herr Doktor. Ach, gut, dass ich Sie treffe. Ich hätte Sie ohnehin gleich angerufen. Gibt's denn jetzt was Neues von meinem Mann? Kann er operiert werden? Das war doch gar kein Infarkt, oder? Doch. Es tut mir sehr leid, aber nach den Blutuntersuchungen steht jetzt fest, dass Ihr Mann einen Infarkt hatte, allerdings einen leichten. Kann er dann vielleicht doch operiert werden? Nein, das ist völlig unmöglich. In dem jetzigen Zustand wäre das alles viel zu riskant. Aber mein Mann braucht doch seine Hände. Sie sichern ihm seine Existenz, sonst muss er den Laden vielleicht aufgeben. Ich verstehe ja, dass es für Sie wichtig ist, dass das Geschäft Ihres Mannes nicht gefährdet wird, aber... Es geht mir gar nicht nur ums Geschäft. Wir sind sehr gut versichert. Mit der Berufsunfähigkeitsversicherung meines Mannes können wir noch sehr lange sehr gut leben. Ja, um was geht es denn dann? Es geht um seine Arbeit, Herr Doktor. Sie ist das Lebenselixier für meinen Mann. Ohne seine Arbeit kann er nicht leben. Und dazu braucht er nun mal seine Hände. Sie sollten eines wissen. Auch wenn Ihr Mann jetzt nur einen leichten Infarkt hatte, aber bei einer Operation würde sein Kreislauf dermaßen belastet werden, dass ein schwerer, wirklich ernster Infarkt folgen könnte. Ja, aber wenn er jetzt nicht operiert wird... Jetzt! Jetzt geht es nicht um die Hand Ihres Mannes, jetzt geht es um sein Leben. Tja, so ist das mit den Träumen. Was für Träume? Sieht fast so aus, als ob manche Träume nur Schäume sind. Das würde ich erstmal abwarten. Aber in diesem Fall tut mir echt leid, Lucy. Wenn du da genau hinsehen würdest, würdest du sehen, dass dein Traum geplatzt ist. Ich sehe da schon genau hin, Merle. Keine Panik. Nach was ich sehe, könnte genauso gut auch nur Show sein. Nur Show. Was hast du denn jetzt vor? Hallo, ich bin Lucy. Ich heiße Toni. Hallo. Hallo. Neu hier? Ja.
Noch ein Tonic für mich, bitte. Und wohnst du auch hier, ja? Ja, aber erst seit ein paar Tagen. Und dann gehst du gleich mit Dominik ins Foxy. Ja, sicher. Wieso sollten wir denn nicht mal ab und zu ausgehen? Ja, wieso auch nicht? Jetzt, wo wir praktisch zusammen wohnen. Und danach hat sie sich nie wieder bei Ihnen gemeldet. Ja, schön. Danke. Wiederhören. Und? Was haben Sie gesagt? Maike hat recht. Sie hat schon seit Monaten nicht mehr im Theater von Luzern gearbeitet. Warum? Ist irgendwas passiert? Nichts, gar nichts. Sie hat einfach von einem auf den anderen Tag das Handtuch geworfen. Ohne Grund. Sie wollte höher hinaus, sehr viel höher sogar, und war mit den kleinen Rollen nicht mehr zufrieden. Sie hat gedroht, entweder sie kriegt eine große Rolle oder sie geht. Tja, und dann ist sie eben gegangen. Und warum war sie mit den kleinen Rollen nicht zufrieden? Hast du eine Ahnung, was es heißt, am Theater ständig nur den Edelkumpasen zu mimen? Was gibt's denn da zu lachen? Ja, das kenne ich davon irgendwoher. Was? Dieser Anflug von Größenwahn, Sekt oder Selters. Was muss in den Genen liegen? Das finde ich überhaupt nicht komisch. Das war jetzt auch gar nicht als Witz gemeint, sondern eher als Erklärung. Erklärung wofür? Dafür, dass sie mich belügt, dass sie nicht mit mir über ihre Probleme redet? Regina, jetzt reg dich bitte nicht auf. Ich bin sicher, es gibt eine ganz rationale Erklärung dafür. Ach ja, und welche zum Beispiel? Ja, ein Missverständnis. Es könnte doch zum Beispiel sein, dass sie in Zürich gespielt hat und du hast nur Luzern verstanden die ganze Zeit. Quatsch. Dafür hat sie selber viel zu oft von Luzern gesprochen. Guten Abend. Na, wie war's im Wildenmann? Ja, ging so eigentlich eher anstrengend. Deshalb will ich jetzt nur noch ins Bett. Elena, hast du mal eine Sekunde Zeit? Worum geht's denn? Ich habe noch mal über dein Telefonat von vorhin nachgedacht, das ich zufällig mitgekriegt habe. Und das hat mich ein bisschen beunruhigt. Ach ja? Wieso denn? Du hast gesagt, du wirst überarbeitet und bräuchtest eine Pause. Ja, die habe ich auch sehr dringend nötig. Aber warum bist du denn so ausgepowert? Hast du dich übernommen? Hast du noch an anderen Theatern als in Luzern gespielt? Nee, wieso? Das Engagement in Luzern reicht mir vollkommen. Das frisst mich dermaßen auf. Ja, und deshalb überlege ich jetzt eben zu wechseln. Ach so. Also dann. Gute Nacht. Nacht, Elena. Schlaf gut. Besser geht nicht. Hm, er schläft ganz ruhig. Ja, er hat ein blutverdünnendes Medikament bekommen. Das scheint zu wirken. Mhm. Gegen seinen Infarkt? Es soll einem erneuten Infarkt vorbeugen, ja. Und es scheint tatsächlich anzuschlagen. Sein EKG hat sich normalisiert. Dann kann man ihn also doch an der Hand operieren? Nein, so schnell geht es nicht. Ja, aber warum denn nicht? Wenn sein Herz doch wieder normal ist, dann... Sein Herz ist im Augenblick normal. Aber wir müssen das zuerst mal beobachten. Wir müssen abwarten, ob das Herz so stabil bleibt, wie es jetzt ist. Aber für seine Hand, da ist doch jede Stunde und jeder Tag ist da wichtig. Wenn wir nicht sofort operieren, Sie dürfen die Geduld nicht verlieren. Wir können uns ein Risiko nicht leisten. Aber seine Hand... Sie befürchten, dass das Geschäft ohne ihn nicht läuft. Ja. Aber da wird es doch sicher jemanden geben, der ihn in der Zeit vertreten kann. Ja, wir haben einen Gesellen, aber der ist, soweit ich weiß, im Urlaub. Er kommt doch sicher bald zurück. Ja, in ein, zwei Tagen vielleicht. Na, sehen Sie. In ein, zwei Tagen können wir dann noch mal über die OP reden. Inzwischen brauchen Sie Geduld. Wird schon werden. Sie müssen nur den Mut nicht verlieren. Mich da einfach allein stehen zu lassen. Mensch, da waren doch noch jede Menge andere Leute, die du hättest ansprechen können. Trotzdem, wir sind schließlich zusammen ins Foxy gegangen. Hätte ich vielleicht den ganzen Abend zuschauen sollen, wie dieses blonde Biest mein Dominik anbaggert hat? Oder er sie? Echt mitfühlend, danke. Ach komm, Lucy, der ist eh viel zu alt. Und außerdem glaube ich, der ist eine Nummer zu groß für dich. Sieht fast so aus, wo dieses blonde Gift auch noch mit ihm zusammen wohnt. Was hast du gesagt? Nichts. Glaubst du, er bringt sie morgen mit auf deine Percussion-Fete? Morgen. Hört ihr mal bitte zu? Danke. Ich wollte euch eigentlich gerade mit zwei neuen Mitschülern bekannt machen. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, die sind mir gerade schon auf dem Flur abhanden gekommen. Nein, Gott sei Dank, da sind sie ja. Guten Morgen. Guten Morgen.
Ich möchte euch Antonia und Dino Maldini vorstellen. Die beiden gehören ab heute zu eurer Klasse. Hallo. Und ich möchte doch schwer hoffen, dass ihr alle gut miteinander auskommt. Du hast aber auch ein ausgesprochenes Glück. Und euch beiden alles Gute zum Start am Erich-Kästner-Gymnasium. Ciao. Ja, so. Dann sucht euch mal einen Platz, okay? Und keine Angst, ihr beißt keinen. Nehmen dir vielleicht noch frei? Wenn es unbedingt sein muss. Aha. Ich dachte, hier beißt keiner. Ach, hab ich gar nicht kommen gehört. Ich habe auch ein bisschen Mäuschen gespielt. Ist schön, euch zuzugucken. Die ist auch ein ganz Lieber. Wie geduldig du mit ihm umgehst. Ja, nachdem, was so die letzte Zeit alles passiert ist, ist ja wirklich die reinste Entspannungstherapie für mich. Anton war ja auch ganz vernarrt in ihm. Aber wie geht's denn eigentlich, Frank? Ach, schon wirklich viel besser. Der Arzt hat gesagt, dass die Medikamente gut anschlagen. Ach, dann kann er sicherlich bald operiert werden, oder? Nee, das leider nicht. Weil sie wollen kein Risiko eingehen mit der Operation. Erst wenn das Herz wieder ganz in Ordnung ist. Hm, verstehe. Naja, aber Charlie kommt bald zurück und dann müssen die Kunden auch nicht mehr sauer sein. Ach, warum hast du dem eigentlich sofort Bescheid gesagt? Ja, der ist mit Doro und Robby im Urlaub und hat das Handy nicht mitgenommen. Na gut, ich werde dann gehen. Wenn du noch irgendwas brauchst? Nee, du. Super, danke schön. Sekündchen. Ja, hallo, Töppers? Ach, hi, Charlie. Gott sei Dank, dass du anrufst, ja. Was? Wie? Sehr schlimm? So lange? Na, ja, gut. Na dann. Ja. Ja. Gute Besserung. Tschüss. Was ist denn passiert? Das war gerade Charlie. Hm? Charlie hat einen Kreuzbandriss und ist 6 Wochen im Krankenhaus. Ach du Lieber. Oje, das tut mir wirklich leid. Hör zu, kein Wort zu Frank. Wie bitte? Der darf das nicht erfahren. Er wird sich doch die ganze Zeit Sorgen um den Laden machen. Das stimmt. Ist wahrscheinlich das Beste in seinem Zustand, ne? Gott sei Dank gibt es in seinem Krankenhauszimmer kein Telefon. Mensch, die kleinste Aufregung könnte jetzt den Tod für ihn bedeuten. Wann hast du denn eigentlich deine Lehrprüfung? Ach, Ende der Woche. Ich habe nur den Eindruck, dass die Klasse bis dahin den Stoff einfach nicht kapiert hat. Ach. Das schaffst du schon. Ja, denke ich auch. Aber ein bisschen nervös bin ich trotzdem. Ansonsten arbeitest du einfach nur mit den besten Schülern. Du nimmst nur die dran, die den Stoff einigermaßen kapieren. Gar keine schlechte Idee. Nur, wo soll ich die Schüler herbekommen? Geht's noch auffälliger? Das ist ja peinlich. Was anderes als gucken ist ja momentan noch nicht drin. Gibst du schon auf? Oh, du bist doch diejenige, die gesagt hat, ich soll ihn knicken. Naja, aber wenn man etwas unbedingt will, dann sollte man auch drum kämpfen. Lass dich doch nicht von jeder Neuen, die auftaucht, aus dem Rennen werfen. Ja, sorry. Ich muss jetzt gehen. Tschüss. Tschüss. Ist doch noch frei, oder? Alles besetzt. Aha. Sag mal, schon mal was von Abstand halten gehört? Aber doch nicht unter Mitschülerinnen. Sind wir doch jetzt, oder? Warum setzt du dich nicht rüber? Siehst du doch, der Platz ist schon besetzt. Er hat einen guten Geschmack, oder? Ganz exklusiv. Blond und blöd, da steht er voll drauf. Du denkst, ich hab was mit Dominik? Kannst cool bleiben, ich hab dich gestern Abend bloß angeschmiert. Zwischen mir und Herr Kästler läuft rein gar nichts. Wir sind bloß Nachbarn. Macht dir wohl Spaß, andere zu verarschen. Wenn mich einer so blöd anmacht wie du gestern Abend. Hi, Lucy. Hi. Geht's gut? Ganz toll. Nee. Na, sorry, ich muss gleich weiter. Ich bin nur schnell zum Einkaufen hier. Wo ist denn der? Siehst du, Männer sind alle gleich. Wie meinst du denn das? Haarfarbe ist ihnen egal. Hier kommt ihnen vor allem drauf an. Männer.
Was ist denn los, Kim? Ach, das ist alles so furchtbar. Aber Frank, geht's doch schon wieder besser. Er sagt, er fühlt sich schon wieder richtig fit. Aber doch nur so lange, bis er weiß, was wirklich passiert ist. Was ist denn passiert? Charlie. Ist was mit Charlie passiert? Was Schlimmes? Er liegt mit Kreuzbandriss im Krankenhaus und fällt für die nächsten 6 Wochen auch noch aus. Das ist jetzt eine Katastrophe. Du meinst, weil ohne Charlie der Betrieb nicht läuft? Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich machen soll, weil ständig rufen bei uns Kunden an und wollen irgendwelche Termine ausmachen. Und ich muss die ganze Zeit vertrösten. Und wenn Frank das erfährt, dann bekommt er doch schon wieder einen nächsten Herzinfarkt. Das heißt, Frank weiß noch gar nichts von Charlie? Um Gottes Willen, nein. Der verlässt sich doch so auf Charlie. Gott. Was soll ich denn jetzt bloß machen? Warum sind wir denn bloß so vom Pech verfolgt? Kim, das Wichtigste ist doch jetzt erstmal, dass es Frank wieder besser geht. Genau. Ja, das weiß ich auch. Und wenn sein Herz wieder in Ordnung ist, dann können Sie sicher bald seine Hand operieren. Bald, bald. Und was mache ich bis dahin? Eins nach dem anderen, Kim. Wichtig ist jetzt erstmal, dass Frank sich wieder fit fühlt und wieder Mut kriegt. Und hast du schon mal mit berühmten Schauspielern zusammengearbeitet? Mein Gott, Anna, wie oft soll ich dir das jetzt noch erzählen? Außerdem, was heißt schon berühmt? Die meisten renommierten Theaterschauspieler kennt man ja gar nicht aus dem Fernsehen. Ja, und waren die wenigstens attraktiv? Ja, sicher waren auch attraktive Männer dabei. Richtig coole, gut aussehende Typen. Hast du mit dem auch Liebesszenen spielen dürfen? Klar, sowas kommt schon vorher. Ja, und wie war das? Wie war was? Du kannst vielleicht Fragen stellen. Ja, und? Das ist doch das Interessanteste an der Schauspielerei. Jetzt erzähl schon, wie ist es denn, wenn du, ich meine, mit einem, den du praktisch gar nicht kennst, eine Liebesszene zu spielen? So mit Küssen, Ausziehen und allem drum und dran. Ach, sowas ist für eine professionelle Schauspielerin noch überhaupt kein Problem, habe ich recht? Das kann eine Schauspielerin wie Elena doch praktisch mit jedem. Zack, von 0 auf 100. Ist es nicht mal vorführen? Ich stelle mich gern zur Verfügung. Natürlich ist es für eine Schauspielerin kein Problem. Aber Gott sei Dank bin ich ja mittlerweile in der Position, wo ich mir meine Partner aussuchen kann. Deshalb würde ich selbst für eine Traumgage mich von dir nicht mal mit einer Kneifzange anfassen lassen. Abgeblitzt, Lennart. Wenn wir gerade von Filmen sprechen. Ach, tun wir das. Wie wär's mit einem schnuckligen Videoabend? Heute bei mir zu Hause? Gute Idee. Ja, wir könnten uns ein paar Videos ausleihen. Ein Video an? Bei dir? Oder bin ich dabei? Das wird bestimmt sicherlich ganz interessant. Das ist nichts für einen erwachsenen Mann, hier rumzulegen und sich von den Schwestern wie Baby versorgen zu lassen. Es geht dir gerade mal einen Tag besser, Frank. Fehlt bloß noch, dass die mir Windeln anlegen. Nee, Önni, ich muss hier schnellstens raus. Sieh mich doch mal an. Bis auf die Hand natürlich. Da müssen die jetzt schnellstens ran. Herr Tappas, ich habe Ihnen schon mal gesagt, so schnell geht das leider nicht. Herr Doktor, ich fühle mich, als könnte ich Bäume ausreißen. Das ist auch gut so, Herr Tappas, aber es ist immerhin nur Ihr subjektives Befinden. Objektiv können wir eine Operation in diesem Zustand... Subjektiv, objektiv. Das ist doch keine Riesenoperation, so eine Hand. Vertun sich da mal nicht, Herr Tappas. Für Ihr Herz wird das eine ganz schöne Belastung sein. Mein Herz ist doch wieder in Ordnung. Selbst wenn es das wäre, Herr Töppers, aber Sie werden im Augenblick mit blutverdünnenden Medikamenten behandelt. Und da kommt das Risiko einer Operation überhaupt nicht in Frage. Was wird denn dann aus meiner Hand? Die wächst doch nicht mehr zusammen, wenn das nicht schnellstens gemacht wird. Wir müssen abwarten, Herr Töppers. Abwarten, abwarten. Meinen Sie, meine Firma, meine Kunden warten ab? Mein Geselle schafft das nicht allein. Der schuftet doch jetzt schon Tag und Nacht. Ist doch so, Ernie, oder? Soll denn alles den Bach runtergehen? Meine Hand, meine Firma. Herr Töppers, ich verstehe Ihr Problem. Sie tragen Verantwortung, aber ich trage auch Verantwortung, und zwar die um Ihr Leben. Soll ich das aufs Spiel setzen, nur damit Ihr Geselle keine Überstunden machen muss? Wenn ich nicht bald operiert werde, kann ich vielleicht überhaupt nie mehr arbeiten. Und dann... Ja, so ist das im Marienhof. Da willst du dich einmal amüsieren und schon bist du von den lieben Schülern umzingelt. Ah, heute Abend geht's doch noch. Außerdem sehe ich mindestens 3 bis 4 Gestalten in unserer Altersklasse. Trotzdem. Du kannst ja keinen Schritt tun, ohne dass ich dich genau beobachte. Und da kommen schon die Nächsten.
Wir sollen doch froh sein. Bei so viel Kids um uns herum, bleiben wir länger frisch. Oh, höre ich da etwa schon so eine Art Altersweisheit? Wow, was ist denn mit dir passiert? Silikon, Wonderbra oder die guten alten Luftballons? An deiner Stelle würde ich darauf achten, dass ich mir mit den Dingern nicht die Haxen breche. Herr Kessler, würden Sie mit mir tanzen? Man sollte keine Gelegenheit auslassen, den Kontakt zu seinen Schülern zu intensivieren. Man nennt das vertrauensbildende Maßnahmen. Aha. Ja, warum dann eigentlich nicht? Ich möchte nur zu gern wissen, was sie da drin hat. Entschuldigung, dass ich so spät bin. Ich musste wegen Timmy noch am Pfanner warten. Sag mal, was ist denn hier los? Darfst du schon wieder aufstehen? Dürfen? Ich tu's einfach. Ich muss ja wohl selbst am besten wissen, wie es mir geht. Was sagt der Doktor dazu? Das hast du doch gehört. Er weiß es nicht. Der vertröstet mich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Ja. Was ist denn das? Die Pillen, mit denen sie mich hier füttern. Die mein Blut verdünnen und dem Infarkt vorbeugen sollen. Ich hab's heute einfach nicht mehr genommen. Frank, das darfst du nicht. So etwas ist gefährlich. Quatsch. Irgendjemand muss doch hier was unternehmen. Dieses Mittel verhindert, dass meine Hand operiert wird. Ich kann doch nicht zulassen, dass Charlie sich zu Tode schuftet und mein Betrieb trotzdem vor die Hunde geht. Der Junge findet ja noch nicht mal Zeit, mich zu besuchen. Frank Töppers, was hast du vor? Ist doch ganz einfach. Ich will dem Doc beweisen, dass ich auch ohne blutverdünnende Mittel topfit bin. Und wenn ich diese Mittel nicht mehr brauche, dann kann auch meine Hand operiert werden. Frank, nein, das darfst du nicht. Denkst du eigentlich auch nur eine Minute mal an Timmy und mich? Daran, dass du hier dein Leben aufs Spiel setzt? Du nimmst jetzt weiterhin deine Medikamente. Ich tue die ganze Zeit nichts anderes, als an euch zu denken. Verstehst du das denn nicht? Oh, war der schön. War ganz schön traurig. Ja, bitte. Danke. Sag mal, hast du eigentlich auch mal in einem Film mitgespielt? Oh ja, erzähl doch mal. Ja, die Angebote, die ich bisher hatte, waren der reinste Schund. Ach ja, tatsächlich. Ja, gute Drehbücher sind eben sehr schwer zu bekommen. Deshalb bleibe ich lieber am Theater und warte ab. Wisst ihr, auf was ich jetzt Bock habe? Auf was Lustiges. Sag mal, hattest du nicht noch ein anderes Video mitgenommen? Ja, Sixth Sense mit Bruce Willis. Ja, ah. Der so lustig ist. Warte, ich habe was wirklich Lustiges. Ja, so ein Mist. Du bist echt ein Blödmann, Lennart. Eine Sekunde, gleich wird's wirklich lustig. Oh, ja, ja. Stars, Hintergründe und Reportagen. Jetzt im neuen Magazin zur Serie. Ab sofort im Handel.